Im heutigen Video geht es darum, dass wir endlich Midas auf der Map gesichtet haben. Also ein Item von Midas. Viele Map-Änderungen, weitere mythische Waffen zeige ich euch heute in meinem Video. Ich kann euch schon Gameplay von Flo ist Lava LTM von Midas zeigen. Und noch mehr Geheimnisse in dieser Season. Bleibt bis zum Ende dran. Benutzt bitte meinen Creator-Code Seville und wir gehen rein ins Video. Also die Season ist ja jetzt da. Wir haben viel Spaß, aber heute gibt es erstmal alles andere zu der Season auf jeden Fall von mir. Und was ihr nicht wisst, was noch kommen wird und. Richtig viele Leaks. Wir fangen erstmal richtig cool an. Und zwar kommen wir zu der Map. Die Map hat sich ja ein bisschen geändert. Wir haben insgesamt drei oder eigentlich zwei neue Biome. Einmal diese Unterwelt und einmal die ganze Olympus POI oder Biom oben links und unten rechts mit jeweils zwei neuen POIs. Fangen wir erstmal an. Mount Olympus ist auf der Map, das wissen wir ja alle. Dann bei Brawlers Battleground befindet sich ja Ares, bei Mount Olympus Zeus. Grimgate, dort befindet sich nämlich Cerberus und bei der Unterwelt befindet sich ja Hades. So, das sind jetzt so die Hauptdinger. Aber die Riviera Station wurde ersetzt durch eine Unterweltstation. So sieht die jetzt aus. Früher war hier eine Riviera Station, so rum. Dann gibt es hier nochmal etwas Neues. Charon's Crossing heißt es. Das könnt ihr hier auch entdecken auf der Insel und befindet sich auch bei der Unterwelt. In der Nähe von Mount Olympus befindet sich dann auch eine kleine Pantheon POI, ne? Sage ich jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Dann könnt ihr auch noch was weiteres entdecken, und zwar den Summit-Tempel. Das ist im Nordosten des Mount Olympus-Bioms. So sieht das Ganze hier aus, gehört auch dazu. Ruined Realms wurde ja jetzt endlich aufgebaut und heißt jetzt Restored Realms. So sieht Ruined Realms jetzt gerade aus. Dann gibt es verschiedene griechische Gebäude, wie zum Beispiel das hier, überall auf der Map verteilt. Und auch von der letzten Season wurden einige griechische Gebäude jetzt fertiggestellt. Die waren nur so halb aufgebaut und jetzt sind die halt fertiggestellt. Anschließend gibt es ja diese verschiedenen Bunker, die überall auf der Map spawnen und nach einer Zeit aufgehen. Und die gibt es verteilt auf der Map. Dann gibt es solche Schreine auf der Insel. Und die befinden sich auch an bestimmten Locations. Es gibt auch tatsächlich einen Auftrag, wo ihr mit diesen Teilen machen müsst. Dann gibt es jetzt ja diese Marigold-Yacht, aber nicht nur das. In dieser Marigold-Yacht befinden sich nämlich Logos von der Shadow-Fraktion, beziehungsweise mit dem Schattenlogo drauf, wenn wir jetzt hier reingehen sollten. Jetzt was richtig Cooles, unter der Unterwelt, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn wir hier reingehen, finden wir eine goldene Reboot-Karte von Midas. Das ist richtig krass, Freunde. Also, hinter dieser Tür befindet sich das Ganze. Einfach eine goldene Reboot-Karte von Midas. Sehr, sehr crazy. Wir wissen ja auch, dass wir in den Dateien einen neuen Midas-Skin gesichtet haben. Den blende ich euch auch mal gerade ein. Der sieht nämlich so gerade aus. Und Midas soll ja auch in dieser Storyline wieder zurückkehren. Aber mehr wissen wir nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir da weitere Sachen von Midas sehen. Der Tunnel, der uns erlaubt hat, zu den Teenage Mutant Ninja Turtles zu kommen, ist jetzt eingestürzt und man kann nicht mehr reingehen und man kann auch nicht mehr zu den Teenage Mutant Ninja Turtles runtergehen. Dann gibt es ein paar Solarpanelen auf der Insel, die befinden sich an der Seite von Straßen. Ab und zu findet man diese Solarpanelen. Dann die Tresore aus der letzten Season, wo man eigentlich hätte Medaillen haben müssen, sind jetzt so offen. Natürlich findet man jetzt nicht mehr so einen krassen Loot. Aber man kann jetzt einfach so reingehen. Dann haben wir noch weitere kleine Änderungen auf der Map. Wir haben hier einmal im Meer so eine Art Schiff. Hier befinden sich so zwei Slurp-Trucks und Container. Dann haben wir noch was für zwei Verliebte. Die hocken hier schön mit Lichtern an einem Tisch. Vielleicht haben die hier ein Dinner oder so. Und das befindet sich in der Nähe von der Unterwelt. Dann haben wir hier noch so einen kleinen See gefunden auf der Map. Der ist auch neu mit einer Kiste innen drinne. Der Untergrund hat tatsächlich einen Raum eingenommen von einem Haus bei Grand Glacier. Davor sah das nicht so aus. Wir sehen hier überall Graffitis, das und das. Die haben diesen Raum komplett auseinandergenommen. Und das sind jetzt so die ganzen Map-Änderungen. Finde ich sehr interessant. Viele coole neue Dinge.
machen wir mal weiter mit weiteren Informationen. Ganz wichtig, Obst und Gemüse können jetzt in Bewegung verzehrt werden. Also genauso wie die Schilde und Medkits. Flowberries sind auch noch im Spiel mit dem Flowberry-Strudel-Item. Zudem bleiben Schockwellengranaten und EMP-Granaten in Kapitel 5 Season 2. Die Spawnrate von Olympus und Unterwelttruhen wurden von 90 auf 70% gesenkt, weil die einfach wahrscheinlich zu oft gespawnt worden sind. Falls ihr es nicht gesehen habt, wenn ihr vom Zeus-Blitz erwischt werdet, von der mythischen Fähigkeit, dann verwandelt ihr euch ganz kurz in eine Art Skelett oder in ein Skelett. Und so sieht das dann aus. Finde ich richtig lustig. War haben wir noch weitere mythische Waffen, an denen Epic Games arbeitet. Das hier sind die Codenamen dazu. Auf jeden Fall gehört eine mythische Fähigkeit Korra, also Avatar Korra. Jede mythische Waffe wird aus eigenen Truhen und normalen Truhen erhältlich sein und das sind die Codenamen. Humbled Mob hat einen Super Jump und ein Rad, Erneut Mob, Fancy Mob und Tired Panda. Genau, das hier sind die mythischen Waffen, die noch bald rauskommen werden. Dazu haben wir aber noch andere Informationen. Denn was wir auch noch wissen, was wir in dieser Season bekommen werden, ist, wie gesagt, eine Avatar-Kollabo mit einem Mini-Pass und mit Aang. Eine Jujutsu Kaisen-Kollabo, eine Star Wars-Kollabo soll auch nochmal reinkommen mit Chewbacca's Bowcaster. Das ist auch ein mythisches Item. Wahrscheinlich ist der Bowcaster einer von den Codenamen, die ich euch vorhin gerade erzählt habe. Dann Rise of Midas Event, das ist das Flo is Lava LTM und die Ketten von Hades kriegen wir auch irgendwann mal ins Spiel rein. Wenn wir jetzt zu Hades gehen, sehen wir ja schon die Ketten und mit denen greift er uns ja gerade sowieso an. Also die sollen bald reinkommen ins Spiel auch. Dann haben wir ja einen Trailer gesehen am Anfang der Season und jeder dachte, wo dieser Skin reingescoped hat, dass in dem Scope Ruffy zu sehen ist. Aber nein, Freunde, ich blende euch mal den Trailer hier ein. Es war nicht Ruffy, der zu sehen ist, sondern einfach nur dieser Typ hier. Und der wurde angeschossen. Und jeder dachte irgendwie, ja, Bro, das ist Ruffy, aber leider nicht. Aber irgendwann mal bekommen wir tatsächlich auch One Piece in Fortnite rein. Übrigens, die Ikarus-Schwingen wurden auch etwas genervt. Und zwar wurde der Sturzflug genervt. Denn die Mindesthöhe zum Auslösen einer Sturzbombe wurde um 1250% erhöht. Vorher 6,4 Meter, jetzt 80 Meter. Also wir müssen mindestens 80 Meter hoch sein, um diesen Sturzflug zu machen. Davor geht das nicht mehr. Dann haben wir noch zum Beispiel hier ein Starterpaket, was ich euch geschwind einblenden kann. Das kommt auch bald für uns hier raus. So sieht die Dame hier aus. Dann, was auch cool ist, Fortnite hat mit Season 2 dem Hologramm-Backbling Unterstützung animierter Emoticons gewährt. Können wir jetzt Sticker auswählen oder Emoticons, die mit einem Hologramm dargestellt werden, mit einer kleinen Animation. Dann haben wir einen weiteren Skin, den ich euch hier zeigen kann, und zwar Operation Bright Starter Pack Gameplay. So sieht das Ganze hier aus im Schnelldurchlauf. Kann ich euch ja auch nochmal ganz kurz zeigen. Falls ich es euch noch nicht gesagt habe, im Itemshop befinden sich jetzt einfach Lego-Artikel, die V-Bucks kosten. Das finde ich ein bisschen kacke, bin ich ehrlich mit euch. Dass die hier im Itemshop Lego-Dinge verkaufen, wo man sonst nicht kriegt. Aber nun gut. Was ganz cool ist, ich habe für euch auch ein Gameplay von dem Flo is Lava LTM. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier in die Lava reingeht, dann werden eure Waffen einfach zu Gold. Ziemlich lustig hier, das ist halt Midas sein Touch. Sehr, sehr geil. Und ich kann euch mal hier zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn das Floor is Lava Event beginnt, beziehungsweise jedes Mal, wenn wir ja in eine Runde reingehen, bekommen wir so ein kleines, ja, Vulkan-Event-Ausbruch, damit wir ja die Lava sehen, die dann hochgeht. Und so sieht das Ganze aus, finde ich auch relativ cool. Was es auch noch gibt, es gibt goldene Hühner auf der Insel. Diese lassen dann goldene Eier fallen, die ihr für Goldbarren sammeln könnt. Das ist auch noch neu. Ja, das waren jetzt so die ganzen Sachen, die jetzt noch geleakt worden sind. Ich finde die Season richtig cool. Ich hoffe, ihr auch. Benutzt gerne meinen Creator-Code Seville. Haut da rein. Bis dann und ciao, ciao.